Wir haben heute Christoph Bornschein bei uns zu Gast. Ich glaube, ich sage immer nur Unternehmer und serieller Laie. Das hört man ja so ein bisschen. Man kann nicht so viele Sachen so tief machen. Deswegen kann ich seriell Laientum anbieten und bin sonst Unternehmer und Investor. Also ich verdiene mein Geld mit dem Internet schon immer. Weil ein C64 im Kinderzimmer. Die Wahrheit ist tatsächlich in den 80ern mit dem C64 aufgewachsen und irgendwie da verstanden, dass es alles verändern wird. Und da meine Eltern beide Bauingenieure sind, hatten wir immer relativ gute Technologien zu Hause. Und dann habe ich mit 17 die erste Firma gemacht. Und das war immer sehr getragen von diesem, das Internet als Baustein des Fortschritts. Und ich finde einfach technologieinduzierten Fortschritt toll. E-Scooter oder öffentliche Verkehrsmittel? Deutlich E-Scooter, weil Fahrtwind im Sommer. Öffentliche Verkehrsmittel. Ich fahre super gerne Bahn. Und ich muss sagen, ich habe mir bis jetzt die E-Scooter nur angeguckt, bin noch nicht mitgefahren. Okay. Die Bahn nutze ich relativ regelmäßig. Das macht wirklich Spaß. Denn man sieht das, ich bin Fahrradfahrer. Alles klar. Nächste Bilder. Zeitung oder E-Paper? Zeitung, ganz deutlich. Aha. Weil, also auch nur am Wochenende, irgendwie guter Moment mit Papier in der Hand, Süddeutsche am Samstag, nur als Zeitung. Bei mir auch Zeitung. Ich lese gerne Zeitung. Und ich habe gerne Papier in der Hand. Da bin ich nicht so völlig paperless. Auch Bücher lese ich im Wesentlichen mit Papier. Mache ich gerne. Alles klar. Ist aber im Urlaub blöd. Ja. Weil du kannst nicht besonders viele in den Koffer packen. Ich hatte drei mit. Nächste Frage. Tablet oder Smartwatch? Tablet, ganz deutlich. Ich finde, ich kann keine Uhren tragen. Das geht nicht. Okay. Also Handgelenk. Ja, Tablet. Finde ich ein super Tool. Kann man alles mitmachen. Privat und auch geschäftlich. Okay. Nächste Frage. Chatbot oder Anruf beim Callcenter? Am liebsten weder noch. Ich mag keine Interaktionen mit Dingen. Also ich finde es gut, wenn Sachen funktionieren, ohne dass ich irgendwie Dialog aufnehmen muss. Okay. Ich finde immer, dass tatsächlich, wenn ein Dialog nötig ist, ist irgendwas mit dem Produkt nicht gut. Gehen wir jetzt mal vielleicht von einer Versicherung aus. Du müsstest einen Schaden melden. Ja. Würdest du das über so einen Chatbot erledigen oder lieber mit jemandem sprechen? Ich fände ein gutes UX und Interface gut, um jede Art von Interaktion zu vermeiden. Also es ist ein bisschen so, Apple ist mal ein gutes Beispiel, so niemand ist beim Einrichten eines Apple-Gerätes jemals auf die Idee gekommen, jemanden anzurufen und einen Chatbot zu benutzen. Ich glaube, dass Kundenfreundlichkeit im Produkt eingebaut sein muss, damit eben nichts davon passieren muss. Okay. Sehr gute Antwort. Ich rufe aber immer noch an, wenn ich ein Problem habe. Die menschliche Stimme. Außer, muss man fairerweise sagen, wenn ich in diese Dauer-Endlosschleifen komme oder wenn ich in diese AWAs komme, das hasse ich. Und dann lege ich auch auf und versuche das eben direkt dann online zu lösen. Weil das Problem ist ja, wenn man mal anruft, dann rufen alle anderen an. Das ist ja, der Standardfall ist ja, man ruft bei der Lufthansa an, weil etwas ist. Aber das haben alle anderen ja auch, also hängt man im Warteschleifen. Das ist nervig. Okay. Nächste Frage. Homeoffice oder Arbeiten im Büro? Bin ich gar nicht so klar. Also Dienstag, Donnerstag Homeoffice. Dienstag, Donnerstag Büro, sonst Homeoffice. Ist eine andere Form von Konzentration, die man da jeweils hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir aus der Corona-Krise ja auch lernen. Soziale Interaktion im Büro und Kollaboration und konzentriert und vor allem tief konzentriert zu Hause. Jetzt würde mich interessieren, war das auch schon vor Corona so oder hat sich das jetzt in der Zeit so rausgekristallisiert? Ich habe schon immer zu Hause, also für mich ist egal, wo ich bin. Deswegen, ich habe viel zu Hause gearbeitet. Das ist jetzt nochmal irgendwie strukturierter geworden dadurch. Okay. Sonst war es immer so, ich habe es gemacht, wie ich will. Jetzt ist es irgendwie so ein Standardablauf. Okay. Wie ist es bei dir, Marc? Bei mir, ich habe Homeoffice gemacht, auch schon in der Vergangenheit, aber ich bin echt ein Fan vom Büro. Ich gehe da gerne hin, mir macht das Spaß. Und ich treffe auch gerne andere Leute. Und ich habe festgestellt, dass ich selber produktiver bin, wenn ich eine Interaktion habe. Ja. Und im Homeoffice, ich finde es super, dass wir das anbieten. Und ich glaube, es ist auch genau richtig. Nur für mich persönlich. Ich habe da an Effizienz verloren. Viele andere gewinnen da. Und ich glaube, dass es eine echte Erleichterung auch ist, je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist. Aber ich bin sehr gerne im Büro. Okay. Nächste Frage. Autonom oder selber fahren? Ganz deutlich selber fahren. Autonom ist mir langweilig. Also da kann ich auch Zug fahren. Hast du ein Auto? Ja. Okay. Autonom. Also ich fahre nicht gerne Auto.
Und ich habe jetzt schon ein Auto, was selber lenkt, und ich lasse auch wirklich los. Also ist das nicht gruselig? Nee, ja, es ist, also ich finde das, also ich bin selber Ingenieur, habe auch sehr automobilnah in der Entwicklung auch, also für mehrere große gearbeitet. Und wenn man da sieht, welche Sicherheit drin ist in deutschen Autos, dann weiß man, die melden sich, bevor was passiert. Und ich finde, das ist mittlerweile auch von der Kundeninteraktion gut gemacht. Ich glaube aber, dass es noch lange dauert, bis es wirklich funktioniert. Ich kann mir vorstellen, irgendwann auf der Autobahn, und das ist auch, das finde ich, das nicht so Schöne, auf der Autobahn lange Strecken fahren. In der Stadt würde ich es ja nie anmachen. Aber in der Stadt Autofahren hat auch noch nie selber Spaß gemacht. Genau. Also so. Ja. Dann lieber E-Roller. Genau. Nee, und ich muss sagen, ich bin lieber mit dem Fahrrad unterwegs und fahre echt ungern Auto. Und deshalb wäre für mich eine autonome Lösung super. Nächste Frage. Frikandel oder Bratwurst? Bratwurst, ganz deutlich. Thüringer Familie. Die behaupten ja, sie haben sie erfunden. Dann muss man sie da auch essen. Ja, bei mir auch Bratwurst. Also am liebsten im Stadion. Nur zur Erklärung, wir haben diese Frage reingenommen, weil ihr habt ja eine gemeinsame Vergangenheit auch durchaus in den Niederlanden. Mhm. Vielleicht mögt ihr da ganz kurz was zu sagen. Also in meinem Fall ist es tatsächlich, ich bin relativ oft bei der ING in Amsterdam und ich sitze im Verwaltungsrat von Lichtblick, die wiederum dann der Eneco in Rotterdam gehören. Deswegen, ich habe einen Sinn für sehr viel frittierte Sachen essen, aber wenn es dann darauf ankommt, ist es die Bratwurst. Ja. Ja, bei mir, ich habe 3 Jahre da gearbeitet und ich finde die holländische Kultur extrem positiv. Ja. Ja. Sind sehr deutlich hierarchiefreier als wir Deutschen, deutlich offener, neue Sachen auszuprobieren. Dafür haben wir mit unserer Kultur auch unsere Stärken. Ich glaube, wir sind sehr prozessstark und wenn wir was umsetzen wollen, setzen wir ja stark um. Aber ich finde Holland super, bin auch noch häufig da. Okay. Und in Holland muss man nie kommen, wenn ein Termin anfängt, weil hier keiner pünktlich ist. Genau. Es ist anders, ja. Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Versichern oder no risk, no fun? Also versichern. Ich habe gerade gestern bei Clark angeguckt, wie ich versichert bin. Und Clark sagt, ich bin gut versichert. Ich würde überhaupt nicht, ich bin komplett überversichert. Ich habe alles. Okay. Ich finde Versicherung sind irgendwie interessante Produkte. Ja. Ich muss sagen, wenn du mich das vor meiner Ergo-Zeit gefragt hättest, wäre ich so mehr auf der No-Risk-No-Fun-Seite gewesen. Hattest du eine BU davor? Nein. Nein? Ich war relativ schwach versichert. wenn man sich aber mit der Materie auseinandersetzt, sieht man, wie wertvoll Versicherungen sind. Und dass es wirklich welche gibt, wo man sagt, wenn man die nicht hat, ist man fast schon selber schuld. Und da stimme ich zu, wir haben zum Teil nicht die Transparenz, welches Risiko eigentlich wo lauert. Und viele setzen sich damit auch nicht proaktiv auseinander. Weil die große Herausforderung ist, man macht sich ja selten Gedanken, was passieren könnte. Ja? Aber genau das muss man eben machen. Und da ist man auch wirklich gut beraten, wenn man gut beraten ist. Egal, wie das nachher funktioniert mit einem super UX rein digital, wo man mal guckt, was habe ich und wo sind meine Lücken. Oder indem man zum Gespräch geht oder indem man irgendwo anruft. Aber das sind sehr, sehr sinnvolle Produkte. Und wenn man die nicht hat, macht man echt einen Fehler. Ja, wie zum Beispiel Risikoleben, ja. BU, Reisekranken. Ja, ganz ehrlich, wenn da irgendjemand in Malaysia unterwegs ist und auf einmal krank wird, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass man da rausgeholt wird. Und nicht erst seit Corona. Ich bin gar nicht so ein Fan von dem Wort, weil ich tatsächlich nicht finde, dass es besonders präzise ist, wie du ja schon formulierst. Ich finde tatsächlich greifbarer immer Technologisierung, weil es so ein bisschen klarer macht, was eigentlich gemeint ist, nämlich die Durchdringung von allem mit Technologie. Und die ist dann irgendwie digital, weil wir tatsächlich ja über Software reden. Also Softwareisierung, Technologisierung finde ich irgendwie interessanter. Das ist so diese Perspektive, Marc Andreessen 2011, alles was Software werden kann, wird Software. So, das finde ich eigentlich den greifbarsten, klarsten Begriff dafür, in einem Fahrstuhl zu stehen und zu sagen, die Steuerungssysteme dieses Fahrstuhls und das gesamte Riskmanagement und das, was der TÜV daran früher mal überprüft hat, heute Software. Und deswegen Digitalisierung finde ich blöd, Technologisierung, Softwareisierung. Es gibt so zwei Perspektiven, vielleicht erstmal eine grundsätzliche und die ist, als ich mal anfing, mich mit dem Finanzsektor zu beschäftigen, das ist mehr Bank als es Versicherung ist, fand ich eine Sache mal äußerst verstörend, nämlich, dass der Vertriebsmitarbeiter Berater heißt und suggeriert, er würde irgendwie eine neutrale Beratung erbringen, was ich irgendwie problematisch aus einer Kundenfreundlichkeit finde. Deswegen ist es irgendwie so ein bisschen logisch, dass dann Preisvergleichsplattformen in den Markt gekommen sind, als die dann irgendwie neutraleren, stimmt ja auch nicht, aber
Also mein Eindruck ist tatsächlich, ist es immer noch sehr von innen nach außen gedacht und nicht von außen nach innen, was will jemand eigentlich? Man kann es gerade im Bankenbereich sehen, Menschen wollen sich nicht mit einer Baufinanzierung beschäftigen, sondern Menschen wollen eine Immobilie kaufen. Und Banken verschwinden so ein bisschen in diesem Kaufakt. Ich will am liebsten die Immobilie aussuchen, auf den Knopf drücken und dann kriege ich irgendwie Baufi dazu und will nicht diesen Bankmoment haben. Einen ähnlichen Weg wird Versicherung auch gehen. Ich glaube, Versicherung wird kontextuell werden. Also in dem Moment, in dem ich irgendwas tue, ist das Versicherungsthema schon Teil des Ganzen. Es wird irgendwie ein Abosystem mit verbacken sein. Wenn ich Mobilität im Abo habe, ist die Versicherung schon drin. Und ich glaube, von dem heute sehr effizienzfokussierten Blick, den Versicherungen auf Digitalisierung haben, ist der nächste Sprung wirklich zu sagen, wie kann ich dieses effizient gebaute Produkt Versicherung dann in den Kontext distribuieren, in dem es wirklich stattfindet? Also wie mache ich das, derjenige im Lebenskontext in seiner Bedürfnisplattform braucht, er bleibt ohne Versicherung zu denken? Marc, wie ist deine Einschätzung dazu? Jetzt speziell für die ERGO. Mhm. Also ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr gut auf dem Weg, haben viel gemacht, sind auch noch lange nicht da. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Für mich heißt das, wie kriege ich eigentlich Kundenzentrierung rein, indem ich im Wesentlichen den Kunden daran beteilige, was ich da mache und was ich tue. Ne? Wir haben so ein Format geschaffen, die Digital Factory, die haben wir auch schon mal vorgestellt. Da gehen die Leute wirklich raus, zeigen das, was sie gemacht haben, den Kunden und sagen, sag mal, frag mal nach, wie möchtest du das? Mhm. Da waren wir zum Beispiel, da kamen Sachen raus, da saßen wir in einem Kreis, haben uns unterhalten, das hätten wir nie gedacht, dass das so kommt. Weil der Kunde hat gesagt, ich möchte nach meiner Versicherungsscheinnummer gefragt werden. Ich sagte, warum eigentlich? Ich sagte, total, die hat doch keiner. Dann sagt er, ja, aber wenn er das jetzt im öffentlichen Bereich stellt, dann möchte ich, dass das da ist. Das gibt mir die Sicherheit, dass nur ich da rein kann und kein anderer. Und das haben wir reingemacht und bei sogar, es kommt super an, super Nutzung. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir noch viel, viel mehr machen. Auch bei dem Thema Nexible, da sind wir mit einer Kfz-Versicherung gestartet und als die Kolleginnen und Kollegen da den Kunden befragt haben, hat er gesagt, pass auf, ich möchte eigentlich, dass es so einfach geht wie möglich. Mhm. Ja? Ich möchte es auf meinem Smartphone haben und gib mir eigentlich so viel Versicherung, wie ich nötig habe, damit ich den Schutz habe, aber so wenig wie möglich, damit ich wenig interagieren muss. Und dadurch ist das dann ist auch Nexible entstanden und auch mit dem Slogan, den die gemacht haben, wo wir einfach versucht haben, das rein digital mit ganz schlanken Prozessen zu bauen. Und das müssen wir noch mehr machen. Für alle Produktgruppen, wir müssen den Kunden noch stärker reinholen. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir mit dem, ich führe relativ viele Gespräche auch mit Kolleginnen und Kollegen von der Agentur. Mhm. Und die haben schon einen ziemlichen Kunden-Mindset. Also die sehen sich auch stärker als Vertreter des Kunden, denn als Vertreter der ERGO. Die sagen, wir müssen für den kämpfen. Und wir müssen dafür sorgen, dass der die richtigen Produkte und die guten Produkte von euch bekommt. Und da sieht man auch, dass die, wenn die das geschafft haben und so agieren, dann haben die eine unheimlich hohe Loyalität, weil die fühlen sich da gut bedient. Und im Rahmen des hybriden Kunden wollen wir genau das ermöglichen, dass das noch stärker genutzt wird. Mhm. Und dennoch, glaube ich, sind wir noch weit weg. Also wir müssen noch stärker im Thema NPS und einfach im Umgang mit uns machen. Wir müssen unsere Produkte simpler machen. Ja. Aber da seid ihr ja gut in der Industrie. Also es ist ja tatsächlich ein Industriethema, dass man den Eindruck hat, das, was mit Banken gerade jetzt die letzten anderthalb Jahre passiert ist, passiert kommt jetzt bei Versicherungen. Ja. Und wir müssen nur das konsequent auch ernst nehmen und wirklich umsetzen. Ich finde es eine total gute Frage, weil es ja genau das Nehmen und Geben beschreibt, was dann irgendwie da drin stecken muss. Ich glaube, Führung, ich bin da tief überzeugt von, geht in so eine Richtung, die sehr einfaches Passwort, Management as a Service ist. Also so dienende Führung. Wenn wir irgendwie Führung früher als so Kaskade von Kommandokette, ich mache es jetzt bewusst militärisch, und spitzes zu verstanden haben, dann ändert sie sich dahin, dass man tatsächlich als Führungsperson in so einer neuartigen Organisation vor allen Dingen Orchestrator von Kommunikation ist und Facilitator von diesem Ökosystem Arbeit. Weniger derjenige, der die Kommandos gibt, sondern vielmehr derjenige, der irgendwie Netzwerk herstellt, wenn irgendwie Fragen zu kompliziert sind und Menschen dazu befähigt, das zu tun, was sie tun wollen, sollten, vorhaben. Okay. Also ich kann nicht mir vorstellen zu sagen, ich bin derjenige, der oben sitzt und die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und dafür sind ja die alle da, die sind ja viel schlauer als ich. Und ich muss die nur noch irgendwie wie ein Dirigent zum Spielen bringen. Okay, schönes Bild. Marc, du als Führungskraft, wie siehst du dieses Thema? Ich stimme dem hundertprozentig zu. Wir müssen nur eins sehen, dass das ein Riesenschritt ist. Vor allen Dingen für die Führungskräfte. Also in der digitalen Führung
ist Information breit verfügbar. Es muss jeder Mitarbeiter treibt die Digitalisierung selber. Das sage ich ja immer im Digital Money. Ihr seid verantwortlich für das Thema Digitalisierung bei der Ergo. Nicht der Chief Digital Officer, der alles weiß und alles kann. Es ist nicht so. Ich kann nur befähigen. Jetzt kommen wir aber aus einer Zeit, wo Führung Informationsfortschritt war. Das Recht, Sachen zu geben. Jetzt muss man auch verstehen, dass der Anspruch, ich will Führungskraft werden, der war bei vielen sehr hoch. Und jetzt hat man das geschafft und man hat die Insignien der Macht, man hat das Büro, man darf was sagen. Ja, und jetzt kommen auf einmal die digitalen Führungsexperten und sagen, nee, jetzt ist alles ganz anders. Jetzt bist du nicht mehr der Chef, sondern du bist der Servant. Und du dienst deinen Mitarbeitern. Das heißt, wir drehen gerade die Pyramide um. Mhm. Für Leute, die jahrelang gekämpft haben, eine Führungskraft zu werden. Das ist schwierig. Mhm. Und da müssen wir die auch unterstützen, weil es ist dennoch, und das muss man selber erleben, es ist dennoch ein wunderschönes Gefühl. Wenn man sagt, ich habe die Probleme aus dem Weg geräumt und auf einmal können die Leute performen und da kommt richtig was Geniales raus. Und das muss man sehen, das muss man erfahren. Und da müssen wir auch bei der Transformation helfen. Und das ist nicht einfach, das ist nicht einfach. Weil natürlich ist der erste Gedanke, jetzt habe ich da so lange für gearbeitet und jetzt kommen Leute und wollen mir was wegnehmen. Und das ist nicht so. Im Prinzip wollen wir was geben. Und zwar die Freiheit, noch mehr zu erreichen, schneller, moderner zu werden, viel, viel mehr Impact zu haben. Und dazu muss man die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Ich habe das Gefühl, dass viele offen und bereit sind bei der Ergo, muss ich auch sagen, genau diese Schritte zu gehen. Und davon hängt es nachher ab. Die Führungskraft ist einer der wichtigsten Motoren der Digitalisierung. Ja, weil wenn die blockt, dann hat man ein Problem. Wird der Faktor Mensch trotz fortschreitender Digitalisierung weiterhin gewürdigt? Und was können wir als Mitarbeiter tun, um mit der Digitalisierung mitzugehen? Also ich habe das auch schon mehrfach gesagt und ich benutze immer das Bild von diesem Iron Man. Ich glaube, dass viele der digitalen Techniken uns Menschen stärker machen und uns Freiräume geben, um das, was wir wirklich gut können und was die Technik noch nicht kann, vielleicht auch nie können wird, da muss man mal gucken, unsere Stärken auszuspielen. Kreativität, Emotionen, da sind wir wirklich stark. Und ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung oder die Technologisierung Künstliche Intelligenz uns stärker macht, uns entlastet von den Sachen, die wirklich nicht schön sind und uns Freiräume schafft, um die Sachen zu tun, die wir wirklich gut können. Und das ist stark und eng beim Kunden sein, kreative Lösungen ausdenken und dann nachher gemeinsam mit Technologie umzusetzen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass der Faktor Mensch im Kern der Digitalisierung ist, weil er ist der Treiber, und zwar jeder Einzelne im Unternehmen und nicht nur der Vorstand, sondern jeder macht da mit und der Mensch wird mehr und mehr gewürdigt. Mhm. Er muss sich aber auch darauf einlassen, genau diese Transformation mitzugehen, ja, und sich eben nicht darauf zu fokussieren oder zu definieren, ich bin gut in repetitiven Tasks, die mache ich jetzt, sondern Neues zu lernen, die Veränderung mitzugehen. Das ist ganz wichtig. Christoph, wie siehst du das und hast du vielleicht sogar auch ein paar Beispiele, wo das besonders gut läuft? Nee, ich habe im Moment viele Beispiele, wo es nicht gut läuft, okay. weil wir, glaube ich, dabei sind zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin komplett beim Markt. Am Ende geht es bei gelungener Digitalisierung darum, den Menschen noch menschlicher zu machen und noch mehr in den Fähigkeiten, die nur ein Mensch kann, kein Algorithmus, Zeit freizuräumen. Ich gebe immer ein sehr schönes Beispiel, Digitalisierung im Krankenhaus. Mhm. Ist die letzten Jahre komplett falsch gelaufen, weil wenn man die misst, wird man feststellen, Krankenschwestern haben weniger Zeit durch Digitalisierung am Patienten, weil sie mehr Dokumentationspflichten und andere Sachen haben. Da wird relativ deutlich, den hätte man vor allen Dingen Zeit am Patienten geben sollen. Empathie ist nicht durch einen Algorithmus zu ersetzen. So, das ist das, wofür wir Krankenschwestern haben wollen. Wenn wir den Gesundheitssektor digitalisieren wollen, das ist nur ein Beispiel, dann muss das human-centric passieren. Und dann muss eben genau die Frage, immer die Leitfrage sein, wie kann die Krankenschwester mehr von dem, was sie menschlich macht, machen und weniger von dem, was der Computer auch erledigen kann. Und ich glaube, deswegen sind wir in so einer unentschiedenen Zeit. Wir haben viel aus einer Ingenieursperspektive digitalisiert, also Digitalisierung, weil es geht. Ja. Und ganz oft jetzt erst verstanden, dass dabei der Mensch vergessen wurde. Und bei Krankenhäusern sind das extrem evident, wer sich mal in so eine Notaufnahme setzt und guckt, wie wird die Zeit von medizinischem Fachpersonal konsumiert, der stellt fest, wir hätten das anders machen sollen, weil die sind da, um empathisch zu sein, nicht um Datenblätter auszufüllen. Mhm. Und ich glaube, da fängt jetzt das Umdenken an, wirklich zu sagen, wir brauchen human-centric-Digitalisierung, die dann eben genau dieses Menschliche ermöglicht. Okay. Super.
finde ich auch ein sehr gutes Beispiel. Bei Krankenschwester ist immer so greifbar, weil die kann was, was genau. Nur ein Mensch kann, ja. Und dann nehmen wir die Zeit weg. Und die tippt im Tablet die ganzen Sachen ein. Ja, und ganz ehrlich, das kann man lösen. Die Technologie ist weiter. Das ist ja genau der Punkt. Das ist nie eine Frage der Technologie. Es ist nachher eine Frage, wie denkt man darüber nach und wie setzt man die geschickt ein. 20% mehr Zeit brauchen die für Dokumentation jetzt. Also im Prinzip haben wir mit Digitalisierung alles falsch gemacht, weil wir weniger von menschlichem Faktor da rein gebaut haben. Das muss umgedreht werden, ganz dringend. Wird es ein Problem, dass nur noch hochqualifizierte Jobs, wie zum Beispiel in der Programmierung, entstehen? Aber Jobs mit einfacheren Tätigkeiten durch Robotics oder KI ersetzt werden? Ich bin davon überzeugt, dass die ganze Technologisierung, die wir sehen, führt zu besseren Jobs und zum höheren Reichtum. Das ist auch unumstritten. Ich habe noch keinen gehört, der was anderes sagt. Das ist so ein bisschen eine Frage für den Zeitraum, den man sich anguckt. Ja? So mittelfristig ist das gut für uns alle und es wird besser gehen. Wir haben bessere Arbeit etc. pp. Das ist klar. Das sieht man bei jeder Technologisierungswelle, die wir in der Vergangenheit hatten. Und das wird auch bei dieser so sein. Kurzfristig gibt es im Wesentlichen zwei Camps. Die einen sagen, die Technologie wird benutzt, um Menschen zu ersetzen. Mhm. Und die andere sagt, Technologie wird benutzt, um Menschen besser zu machen. Oder besser, denen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie wirklich gut tun. Und die Frage hatten wir gerade. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass Technologie die Menschen dahin befähigt, das zu tun, was sie wirklich gut tun. Wenn man es richtig macht. Genau. Ja? Und dann ist es sogar kurzfristig eine deutliche Verbesserung. Und das wird an Beispielen klar. Ich nenne das Beispiel immer so, ich habe noch keinen gesehen, der, wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, Sachen von System A in System B abtippt. Weil Menschen das nicht gerne machen. Ja. Das ist kein Hobby. Ja? Das ist, ich verstehe, das wird gesagt, das ist im Moment mein Job. Ich muss das machen, weil einer muss es machen. Schöner wäre das doch, das macht der Roboter und ich löse wirklich geniale Probleme für meinen Kunden. Oder ich helfe meinem Kunden, wenn er Fragen hat oder Probleme hat, diese zu lösen. Und dadurch kommen wir natürlich auch in eine Veränderung rein. Und die Veränderung ist weniger, es muss nicht jetzt nicht jeder programmieren lernen. Das ist auch, das glaube ich, wird nicht kurzfristig passieren. Aber von dem Backoffice ins Frontoffice zu gehen, das heißt, anstatt Prozesse zu bedienen, Prozesse zu verbessern, das ist ein riesen Aufholbedarf, den wir als Ergo auch haben. Und dazu müssen wir unsere Leute befähigen. Aber es sind dann Leute, die im Wesentlichen wissen, wie der Prozess läuft. Das Programmieren, dafür finden wir Experten, die das machen. So, und damit ist für mich die Antwort relativ klar. Also für uns wird das eine Sache sein, wo wir unsere Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr befähigen, das zu machen, was sie gut können und was mehr Spaß macht und was auch wirklich mehr bewirkt. Für den Kunden und für uns als Ergo. Okay. Du nickst die ganze Zeit fleißig. Ich habe so ein bisschen so ein, du hast recht. Ich glaube, wir alle sind gut beraten daran, auch in Richtung Politik stärker eine Forderung zu stellen, Bildung schneller zu verändern. Also ich glaube, das, was du beschreibst, ist ein bisschen das Problem, dass wir viel zu spät verstehen, wie Bildungskarrieren sich verändern müssen, wie lebenslanges Lernen in den Alltag kommt. Weil wir werden nicht sehen, dass jeder ein Informatikstudium braucht, sondern tatsächlich relativ viele Programmierfähigkeiten und das zum Teil auch visuelles Programmieren sind eben tatsächlich nachschulbare Themen, sind Themen, die irgendwie in der Ausbildung passieren können. Ja. Also wir reden gar nicht über ein abgeschlossenes Informatikstudium in der Zukunft, sondern über kleinteilige Befähigung. Ich glaube, das ist eine der großen Fragen, die uns als Gesellschaft umtreiben wird. Nämlich, wie kommen wir von einem Bildungsansatz, der Bildung ja irgendwann beendet, weil Bildungskarriere ist mit einem Abitur / dann irgendeinem Hochschulabschluss einfach zu Ende, zu einem Bildung findet immer statt und wird Teil des Lebens. Weil eine Sache muss uns ja klar sein, wenn wir das gerade als schnell betrachten, dann verkennen wir, dass es nächstes Jahr noch schneller sein wird. Und das heißt tatsächlich, dass irgendwie die Frage rund um Weiterbildung zu einer lebensimmanenten Tätigkeit werden muss. Und da geht es nicht um den großen Sprung von, ich muss jetzt Rocket Science können, sondern da geht es um immerwährende, kleinteilige Befähigung. Okay, finde ich auch nochmal einen guten Aspekt. Und da sind wir als Gesellschaft nicht gut. Also das muss man ganz deutlich sagen, ein deutsches Bildungssystem über alle Lebenskarrieren ist dafür nicht ausgelegt. Ja. Wir sind immer noch sehr bei... Wenn du 25 bist, dann war es das mit dem, was du an Bildung hast, dann weißt du schon alles. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde eine Sache, wo das wirklich bei uns gut geklappt hat, du hattest das schon erwähnt, und das wurde ja auch als Technologie genannt, ist bei Robotics. Wenn man sich anguckt, wir haben ja mehr Digital Mornings dazu gemacht, und dann stehen auf einmal die Fachseite da, das war jemand aus dem Maklervertrieb, und der sagt, ganz ehrlich, ich musste erstmal lernen, wie ich meinen eigenen Prozess so beschreibe. Mhm. Aber im Wesentlichen hat er die Arbeit gemacht. Deshalb war das auch sein Roboter, weil er sich überlegt hat, wie ist denn jetzt der Prozess?
Und der sagte, der Nächste, der geht schon viel schneller. Ja. Aber das ist genau das Thema, dass man sich darauf einlässt und sagt, ich höre mir mal jetzt an, wie ich das machen muss. Und dann sind die Kollegen von der Prozessanalyse, die befähigen das nur. Mhm. Die machen das gar nicht selber. Das macht immer die Fachseite selber. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man auch den nächsten Prozess und den nächsten Prozess machen. Und da sieht man sehr schön, dass es geht jetzt nicht darum, dass jeder C programmieren kann. Ja? Es geht darum, dass die Leute sich kulturell einlassen auf die Veränderung und gucken, was benötigt wird. Mhm. Und wie die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute das auch können. Training on the job. Es gab mal ein ganz wahnsinnig gutes Programmiertool, das gibt es leider nicht mehr, kommt aber gerade ein neues, hieß Yahoo Pipes. Okay. Das war Programmieren auf einem visuellen Interface. Also es funktioniert einfach nur so, dass man Rohre zusammensteckt, die Datenfluss sind, also genau diese Prozessmodellierung. Ja. Das ist was, das kann jeder können, weil wir sehen, die Komplexität geht immer weiter ins Backend. Ja, da muss jemand irgendwann mal Informatik studiert haben. Und das sogenannte Low-Code, also Code, der geschrieben wird von jemandem, der das zusätzlich gelernt hat, der wird immer mehr Standard. Das heißt, was wir sehen werden, ist, das Thema Programmieren wird sich viel breiteren Mengen von Menschen erschließen können. Und ich glaube, da ist eben der Schritt wirklich, eure Verantwortung, aber auch die unserer Gesellschaft zu sagen, wie sichern wir ab, dass Menschen Incentive haben, sich da weiterzubilden? Mhm. Weil das kann man lernen. Mhm. Fair point. Finde ich gut. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch auf eine Frage, die du gar nicht gestellt hast. Ich war irgendwann mal sehr genervt von übertriebener Customer Centricity als die Lösung für alles. Das ist natürlich ein Teil einer Lösung. Was man aber verstehen muss, ist, hier steht eine Alexa vor uns und andere Dinge. Das ist ja nicht entstanden, weil Kunden gesagt haben, ein Sprachinterface wäre sehr spannend und ach, im Übrigen, jemand müsste mal die Leistungsfähigkeit eines Prozessors bauen, dass er so klein ist und das kann. Und es ist tatsächlich über die Ermöglichung der Technologie möglich geworden. Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Customer Centricity-Diskussion zu selten wirklich in die Pipeline technologischer Entwicklung gucken und uns die Frage stellen, was wird denn als nächstes kommen? Wir haben auch in Deutschland interessanterweise, finde ich ganz merkwürdig dafür, dass wir ein sehr technologieversessenes Land sind, mit so einer gewissen Technologieskepsis, wenig Foresight und wenig Begeisterung für, wow, was Quantencomputer alles so tun werden und tun können werden. Also so ein bisschen klang es in dem, was du gesagt hast, auch schon an. Ich glaube, wir würden uns alle tatsächlich mit Technologiebegeisterung einen großen Gefallen tun, weil wir dann stärker verstehen würden, was denn der Konsument angeboten bekommen wird. Und dann gibt es irgendwie so Adaptionen, dann ist natürlich Customer Centricity wieder wichtig, aber Tech und Tech-Philosophie, wir sind jetzt an der Corona-App beispielsweise gerade, also die Schnittstelle zwischen Soziologie und Technologie, super wichtig, sollte man sich mehr angucken. So, und wie gesagt, Ärger über Customer Centricity zu oft gehört. Okay, weil ich würde jetzt normalerweise nochmal zu Marc rüber gucken und sagen, wir sagen doch immer, der Kunde ist unser Treiber. Ja. Das widerspricht das dem Ganzen jetzt nicht? Nee, finde ich nicht. Also ich glaube, was Christoph gesagt hat, ist ja genau das Zusammenspiel zwischen dem, was kann ich machen, und wie bringe ich das dann an den Kunden und gebe das Feedback von dem Kunden und mache die nächste Iterationsstufe. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich die Technologie nicht habe und nicht beherrsche und nicht einsetze, dann kann ich das natürlich auch nicht dem Kunden nahe bringen. Und deshalb ist es für mich, und das klang auch an, ja, das war eher Reaktion auf Customer Centricity löst alles, das ist nicht so, ohne die Technologie wird es nämlich auch nicht funktionieren. Ne? Und nachher muss das Zusammenspiel zwischen beiden, zwischen dem technologischen Push und dem Customer Pull, der muss funktionieren. Weil auch da ist es so, das habe ich auch schon häufig erwähnt, das, was der Kunde nachher nicht will, muss man nicht, auch wenn es technisch möglich ist, umsetzen. Das ist wie bei der Krankenschwester. Ja. Die hat jetzt plötzlich ein Krankenhaus vor sich, was genau. Ihr gar nicht dient. Da haben wir was umgesetzt, wo sie nicht gesagt hätte, das will ich jetzt. Ich will jetzt mal 20% mehr Zeit. Deshalb müssen wir schon nachher den User schon mal fragen, ob das gut ist, was wir können. Ja? Nicht alles, was geht, ist sinnvoll, nur das, was der Kunde will, ist sinnvoll. Trotzdem muss man natürlich dafür verstanden haben, was geht. Ja? Und das ist genau das Zusammenspiel zwischen Customer Centricity und Technology Push. Und man muss beides beherrschen, wenn man ordentlich digitalisieren will. Und insgesamt, vielleicht ist so als letzter Gedanke dazu, ist eben die Beobachtung so ein bisschen, dass wir in Europa leider in so eine Followerschaft gekommen sind. Also wir sind in einem Ökosystem, in dem wir immer Anwender von Technologie sind, die wir im Zweifel gar nicht geschaffen haben und relativ selten Gestalter von Technologie, weil wir die Technologie nicht so sehr in den Fokus nehmen. Also es ist eben so, dass Amazon uns jetzt sagt, wie die Alexa funktioniert und wir nicht uns die Frage irgendwann mal gestellt haben, wie baut man ein Voice-Interface? Und da habe ich eine harte Genervtheit, ja schon viel zu publiziert, dass wir uns wirklich tatsächlich, wir haben ja auch Autos mal erfunden, um sie exportieren zu können.
Hier muss wieder mehr Schaffenskraft in softwareinduzierter Technologie her. Es kann nicht ausreichen, dass SAP der einzige große Tech-Konzern aus Europa ist. Ich glaube, es ist ja wie immer, ubiquitär ist da, glaube ich, das Wort. Also so, was wir sehen werden, ist eben allverfügbare Mobilität in allen Konsumformen, die man sich vorstellen kann. Das zeigte sich auch in der Diskussion schon vorher. Ich kann eben in jeder Situation wieder eine Präferenz für die Überwindung einer Strecke neu treffen. Und was wir sehen werden, ist tatsächlich, dass vom Konsumakt, und das ist ein bisschen kontextuell, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich will Mobilität kaufen, nicht die Versicherung dazu. Wenn wir uns also vorstellen, dass der Zielzustand, davon sehen wir immer mehr, so Abo-Modelle für Mobilität jeder Art sind, da kommen wir immer stärker hin, so Volvo verkauft seine Autos schon gar nicht mehr, sondern ist im Fokus ein Abo-Modell, dann wird Versicherung da drin sein. Wer den letzten Spiegel letzte Woche gelesen hat, hat die Verletzungsstatistiken von den E-Scootern gelesen. Besser, da wäre eine Versicherung drin gewesen, ja. In dem Moment, wo ich sie gekauft habe. Und das ist, glaube ich, das ist bei allem, was ubiquitär wird, dann die Dimension, nämlich ganz klar ein, die Transaktion muss alles enthalten. Die muss nicht nur, dass ich komme von A nach B enthalten, sondern auch ein, und wenn ich dabei stürze, bin ich auch versichert. Und das wird sehr interessant, wirklich zu sagen, wie findet ihr denn da weiter statt, auch als Marke? Als Versicherung, glaube ich, ist es relativ einfach, da integriert man sich einfach, aber wie Versicherung als Marke wahrgenommen wird, wenn ich die Gesamttransaktion kaufe, das ist eine interessante Frage. Ja. Möchtest du noch was ergänzen? Ich sehe das genauso. Also wir stellen ja jetzt auch fest, also wir haben ja dafür speziell auch die Ergo Mobility Solutions kreiert, weil wir sagen, das Thema Mobility ist im Umbruch, die Autobauer müssen sich auch neu erfinden und wir wollen Teil davon sein. Zum Teil mit dem klassischen Geschäft, was wir jetzt mit BMW machen und gewonnen haben, aber bei BMW ist halt eben auch eine Innovationspartnerschaft mit dabei, wo wir wirklich gucken, wie sieht denn Mobilität in der Zukunft aus, wie integrieren wir uns, was will der Kunde eigentlich? Und die Frage der Marke ist eine sehr wichtige. Im Moment sehen wir, dass wir am paar Ecken die Marke erhalten können. Zum Beispiel bei Amazon, die haben gesagt, ich möchte die Ergo-Marke da haben. Warum? Weil ich möchte nicht die Amazon-Marke mit dem Thema Versicherung zusammenbringen. Das ist eure Kompetenz. Ne? In anderen Ecken verschwindet aber auch die Marke, wo wir White Label sind und dahinter sind. Wir müssen beides abbilden können und wir müssen uns auch selber befähigen, dieses Geschäft zu machen. Weil das ist anders als unser traditionelles Geschäft und hat andere Anforderungen an uns. Wir sind aufgestellt, das zu tun und treiben das auch voran. Und im Moment gibt uns der Markterfolg recht. Wir sind aber am Anfang hier auch der Story. Weil das, was du beschrieben hast, ist ein Zukunftszustand. Ja. Und wir müssen jetzt gucken, ich glaube, wir sind uns einig, wo das hingeht. Wie kommen wir denn dahin? Was sind denn jetzt genau die Schritte? Und wie machen wir das zusammen mit einer BMW, mit einer Volvo, mit fort, um das gemeinsam voranzutreiben. Und wie gehört euch auch dieses Kundeninterface noch? Ja, weil also wenn wir uns den Moment von, ich nehme irgendeine Shared Mobility, ja. Miles wäre es jetzt in Berlin gerade, und starte das Auto, logge mich ein, das ist der Augenblick, dann kommt natürlich ein Versicherer, der in diesem Moment stattfindet, in dasselbe Problem, in dem sich auch ein Bosch befindet. Bosch sorgt dafür, dass relativ viel in diesem Auto funktioniert, allein wir nehmen alle nicht wahr, dass das Bosch ist. Und da eine Differenzierung hinzukriegen, die auch macht, dass man sichtbar bleibt, ist die große entscheidende Frage aus meiner Sicht. Ich glaube, es geht ein bisschen am Ende um was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich das Narrativ zur Technologie, wie wir es gerade erleben. Ich glaube, dass wir zugelassen haben, meint uns alle als Gesellschaft, dass eine sehr skeptische Haltung, eine sehr risikovermeidende Haltung zur Technologie passiert. Wir diskutieren eben mehr über technologieinduzierten Arbeitsplatzabbau, an den ich gar nicht glaube, als wir über Chancen diskutieren. Und gerade bei der Frage Telemedizin und strukturschwache Räume, auch Versandapotheken ist so ein Thema, haben wir eine Situation, in der wir große zivilisatorische Herausforderungen einer alternden Gesellschaft haben, der wir mit Technologie besser begegnen könnten als je zuvor. Wir können das Problem, meine Oma wohnt auf dem Land und ein Arzt ist relativ weit weg, mit Technologie ganz einfach lösen. Was uns aber fehlt für sowas, ist eben genau die Begeisterung zu sagen, dieses zivilisatorische Problem haben wir jetzt. Zum Glück ist Technologie da, um das zu lösen. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie einen Weg finden, umzukehren und zu sagen, die Erzählung über das, was Technologie mit dieser Gesellschaft machen kann, wird wieder eine positive, nicht nur eine risikogetriebene. Das ist so ein bisschen das, was gerade im Gesundheitsbereich dann schnell evident wird, dass wir sehr viel darüber diskutieren. Versandapotheke war eindrücklich, wie viel wir diskutiert haben, bis sie kam. Warum man das alles nicht machen kann, statt darüber nachzudenken, was es denn für einen zivilisatorischen Fortschritt ermöglichen würde.
Und wie können wir da auch mit DKV als großem Krankenversicherer vielleicht das Ganze noch unterstützen? Ja, unterstützen. Ich glaube, wir müssen das mit nutzen. Ne? Mhm. Wir müssen das mit anbieten. Und wir sind ja jetzt auch so, wir haben das ja auch in dem Digital Morning bei der DKV Seguros, haben wir zurzeit Corona. Wir haben da einen Service, einen Telemedizin-Service, den haben wir für alle freigeschaltet. Der Josep Santa Creo hat Ärzte angeschrieben, hat gesagt, kommt mit auf die Plattform. Die sind mit draufgekommen und die haben sofort Hilfe geleistet. Mhm. Und es wurde auch angenommen. Es war eine wahnsinnige Tat, die der gemacht hat. Und genauso sind wir auch mit der DKV dran, Telemedizin weiter zu pushen. Das sind aber zum Teil auch Rahmenbedingungen, die gegeben sind, wo man sagt, ja, da sind halt noch Restrisiken drin, deshalb kann das nicht verbindlich sein. Und da müssen wir gucken, dass wir natürlich da mit dran arbeiten. Aber wir sind auch jemand, der Telemedizin einsetzt, der das Thema Technologie da massiv pusht mit unserer App, mit dem Einreichen, mit der digitalen Krankenakte. Und ich glaube, da müssen wir uns noch stärker auch mit der Politik auseinandersetzen, dass die Rahmen geschaffen werden, dass wir da voll agieren können. Ich glaube, ihr nehmt da halt die Konsequenz dessen mit, was wir gesellschaftlich nicht ausverhandelt haben. Punkt. Und da ist so ein bisschen mein Take ein, wenn man in diesem Markt ist, hat man dann eben tatsächlich auch die Verantwortung, die nehmt ihr wahr, ja. Eben die gesellschaftliche Lesart von Fortschritt zu prägen. Und ich glaube, gerade in Gesundheit, wie gesagt, wir sind eine alternde Gesellschaft, wir werden irgendwann mal große Pflegeausgaben haben. Das wird Technologie für uns einfacher machen und eben tatsächlich Menschen wieder menschlicher. Sind wir nicht gut, gesellschaftlich tatsächlich so einen Weg nach vorne definiert zu haben, sondern es ist sehr ein, wir wissen sehr genau, was wir nicht wollen, wir wissen nicht so genau, was wir wollen. Wir haben ja gerade so bei dieser Bildfrage Chatbot versus Service Center darüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, vor allen Dingen geht es um die große Frage, wie ist das Erlebnis so, dass es A, für mich immer immersiv ist, also mich in dem Moment meines eigentlichen Bedürfnisses erreicht, also da stattfindet, wo ich bin, nicht da, wo Versicherung ist. Mhm. Und das ist im Zweifel dann eben genau der, ich nehme mir einen E-Tretroller-Fall, dann muss Versicherung da sein. Ich muss darüber nachdenken, wo Versicherung ist. Ja. Und die zweite Dimension ist tatsächlich ein, wie werden digitale Produkte so einfach, dass der Kontaktaufnahme im Moment gar nicht mehr nötig ist, sondern wie führt mich Versicherung denn in ihre Welt und beantwortet die Fragen für mich, statt die Komplexität an mich auszulagern. Mhm. Ich glaube, ich bin tief davon überzeugt, dass man gerade im Kundenservice jeden Anruf verstehen muss als einen Aufruf, die Experience besser zu machen. Also man ist eigentlich gescheitert, wenn jemand anruft, darin das Produkt so einfach zu machen, dass es nicht tun muss. In dem Moment dabei sein, das ist zum Teil echt noch eine Herausforderung. Das sind wir bei ein paar Produkten, wo wir in den Verkaufsprozess reingegangen sind, sei es jetzt bei Reiseversicherungen, ja, wenn ich bei Chat eine Reise kaufe, dann sind wir direkt da. Mhm. Und da muss man gucken, wie orchestriert man eigentlich das und was hat das für Auswirkungen sozusagen auf unsere Kanalarchitektur. Aber diese Einfachheit, die müssen wir definitiv stärker mit reinbringen und da auch alle befähigen, das voranzutreiben. Und ich glaube tatsächlich, als Versicherung kann man auch ein bisschen ambitionierter sein in so klassischen Modellen. Es verändert sich ja die Welt für alle, für eine Bank ja auch. Und wenn wir über Lebensweltlichkeit nachdenken und uns Vorsorge angucken beispielsweise, ja. Warum kann eine Versicherung mir nicht einen holistischen Vorsorgevorschlag machen und sagen, da könnte auch der Kauf einer Immobilie dazu gehören. Mhm. Da gibt es noch andere Komponenten. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in vielen der Bereichen, wo es früher mal so natürliche Konkurrenzlinien gab, also die Baufi kommt von der Bank. Die Lebensversicherung kommt von der Versicherung, dass es sich auflösen wird, dass einer diesen gesamten Kontext besitzen wird. Und ich glaube, da kann man auch tatsächlich wirklich mal gewachsene Chancen nachdenken, wo will man eine Welt größer besitzen als nur in dem Versicherungsprodukt und wo will man Vorsorge tatsächlich auch über Kaufberatung für beispielsweise Investitionsimmobilien besetzen, weil Kunden denken nicht in diesem Schnitt von ich habe eine Immobilie, in der ich wohne, wenn ich alt bin und dann brauche ich nur eine Lebensversicherung, sondern Kunden denken über Vorsorge nach. Und ich glaube, so dieses One-Stop-Shop, und das wird man nicht für alle Themen machen können, könnte die Rolle einer Versicherung sein, wenn man sich dazu eben selber mandatiert, weil die Herausforderung, in diese Welt reinzuwachsen, die ist auch nur genauso groß wie die einer Bank. Okay. Riesenchance. Sprechen wir von den Lebenswelten, die wir abbilden. Ja, die heißt Malte und ist unser IT-Chef. wir haben tatsächlich, also ich glaube nicht an die Versicherung von Cyberrisiken. Ich tue mich da sehr schwer mit. Ich glaube tatsächlich, dass eine sichere Softwarearchitektur die große Frage ist. Und ich habe jetzt den privilegierten Moment, da tatsächlich alles benutzen zu können, was es gibt. Das hat natürlich nicht jeder Einzelne. Insofern nicht so besonders repräsentativ.
Wir haben extrem in Security investiert und dafür eben die Versicherungsseite. Mhm. So, also man kann ja immer überlegen, baut man eine Mauer oder versichert man sich, wenn man keine hat. Wir haben eine Mauer gebaut. Das ist eine total gute Frage, bin ich eigentlich nie. Ich bin nur anders online, wenn das passiert, was du wahrscheinlich eben offline meinst. Also es gibt schon Momente, da lese ich irgendwie unseren Slack nicht und keine E-Mails, aber es gibt keinen Moment, in dem digitale Werkzeuge nicht irgendeine Rolle spielen. Okay. Weil tatsächlich, also es war ja lange sehr en vogue, diese Digitalferien, Digital Detox und so zu machen. Mhm. Ich denke mir dann immer, ja, kann man ja alles machen, aber dann bin ich in dieser Stadt im Urlaub, die ich nicht kenne, wie finde ich denn jetzt raus, wo ein gutes Restaurant ist? Und wenn man sich dann mit Digital Detox verbietet, ein Tool dafür zu benutzen, dann macht das für mich keinen Sinn. Okay. Also Opt-out gern, aber dann eben einfach andere digitale Tools und nicht keine. Marc, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe Zeiten, wo ich echt offline bin. Das vor allen Dingen, wenn ich abends meine Kinder ins Bett bringe. Okay. Da ist kein Handy in der Nähe. Das ist auch aus und soll nicht stören. Und da lese ich noch ein klassisches Buch vor. Okay. Beziehungsweise drei. Je nach Altersgruppe. Unterschiedlich. Aber im Wesentlichen ist das so eine Zeit. Und aber das geht schon. Ich habe jetzt auch gerade nachgedacht. Ich hatte eher spontan an Kartenspielen gedacht. Ich spiele sehr gerne Karten. Okay. Aber selbst da nutzen wir ein Tool, um das Ding einzutragen. Okay. Ja, es ist auf dem iPad. Ja. Mit der Familie noch auf Papier, aber mit den Freunden auf iPad. In der Hinsicht ist das wirklich schwierig zu sagen. Aber ich genieße schon die Zeit, auch mal offline zu sein und es daneben zu leben. Ich glaube, am Ende kann man da auch wieder über Medienkompetenz diskutieren. So dieses, also ich verstehe ja den Grund für Digital Detox. Ich glaube, wir alle müssen irgendwie die Kraft entwickeln, einfach zu sagen, okay, dieses Tool benutze ich jetzt gerade nicht, weil es in diesem Kontext gerade nicht passt. Ne? Ich glaube, aber trotzdem stimmt das. Also ich habe es jetzt im Urlaub auch wieder gesehen. Also wenn ich ein Restaurant suche, das machen wir alles mit dem Smartphone. Mhm. Ja, und das ist so ein geniales Tool. Also man fragt sich immer, wie hat man das eigentlich früher gemacht? Wirklich. Vor allen Dingen in Navigationssinn. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie das mit meinen Eltern und Straßenkarten war, war es vor allem anfälliger für Familienstreit. Ja. Also, man muss ja tatsächlich auch sagen, dass so friedvolle Familienreisen möglich geworden sind durch digitale Navigation. Genau, da muss keiner mehr reingucken, nicht einfach die Karte. Ich danke euch für die ehrlichen Antworten, für die Zeit, die ihr euch genommen habt.